Hochklettern? Ah ja, okay. Und an die Kette wahrscheinlich springen. Ah, das war das. Ja, ja, klar. Und jetzt Kette zu Kette schwingen. Ja, genau. Jetzt man kann mich jetzt fast wieder auf die Taste gedrückt zum Loslassen. Ja, siehst du? Das ist die Sache, weil dann fällst du nicht ganz runter und darfst den ganzen Kram nochmal hochklettern. Das kann ziemlich langwierig werden. Schaffen wir auch noch. So, das hast du zwei Ebenen. Wahrscheinlich die obere ist da, die Ebene der Wahl. Okay. Oh. Ah ja, okay. Ah, sehr gut. Wir schaffen das. Ja, richtig, wir schaffen das. Denn das Internet ist für uns alle Neuland. Genau. So, und jetzt muss ich wahrscheinlich da drauf springen, ne? Ja. Das ist natürlich noch, hast du gesehen, links war eine Leiter? Ach, okay, die ist bestimmt dafür da, falls man runterfällt. Da kannst du hier wieder hochklettern. Als Abkürzung quasi, oder? Ja, ich glaube schon. Aber das sieht ja ganz hervorragend aus, was du da machst. Kein Problem. No problem, dude. Hört sich so an, als zieht ein Gewitter auf. Ja? Ja, also im Spiel meine ich jetzt. Ja, ja, klar. Ah, ich kann es ja nicht hören. Ich möchte das so gerne hören. Da muss ich mir noch ein paar Monate gedulden. Oder Jahre. Vorausgesetzt, dann schließt die überhaupt erst hochzuladen. Natürlich werde ich das hochladen. Ich bin doch nicht jemand, der was aufnimmt und dann einfach aufhört. Wer würde sowas denn machen? Ich glaube der Opti 1B. Kennst du solche Leute? Ja, ich kenne den Opti 1B. 1B? Ja, die etwas negativere Version von Opti 1A. Das wäre ein... ja, Pessi 2Z oder so. Pessi 00... WC-Reiniger. Ja, genau. Soll ich mich jetzt hier runterfahren müssen? Doppelrohr. Über ein Kanalsystem kommen wir jetzt schon wieder ins Schloss rein. Oder in eine Höhle irgendwo anders hin. Das sind die Abflussrohre. Ja. Die kommen direkt vom Klo der Mutti höchstpersönlich. Kann man aber schön mal was an Scheiße runterspülen, ne? Mhm. Immer dem Rohr entlang. Hätten wir die auch fast vergessen im Raum. Gehen wir nochmal die Kette runter. Muss mich teilweise bestimmt darauf schwingen, ne? Mhm. Ja, ich glaube, das Ziel hier ist so stückweise... Nach unten, ne? Oh, genau. Oh, pardon. Sieh mal wieder, wie motiviert er ist, hier Gast zu sein. Er geht da wieder hier rum. Ja, hallo, wer wollte in den Aufnahmen um 3:30 morgens starten? Genau, 3:30 morgens. Erstmal wollte ich nicht, habe dich höflich gefragt, ob du dabei sein möchtest. Und ich habe gesagt, yippie yippie yay, yeah, yeah, Schweinebacke. Genau, yippie kaye, motherfucker. So, ich hoffe mal, wir sind jetzt hier einfach mal richtig entlang gegangen und machen hier alles richtig.
Aber das sieht doch aus wie ein schiebbarer Motorblock. Aber er verschiebt eine Kette. Müssen wir noch an diese Kette ranspringen, oder? Ja. Oh! Ich dachte jetzt auch, er fällt runter. Herzinfarkt. Warte mal. Okay, gut. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wo du hinspringen musst, ne? Ich auch nicht. Ich probier's mal einfach hier mit dem Turm. Was ein Fehler war. Nein! Wo war denn der letzte Speicherpunkt, bitte? Ja, auf der Couch. Vor der... Ah, ne, okay, er hat uns... Das Spiel hat uns hier einen Checkpunkt gegeben. Uff. Das ist ja nicht so weit weg. Ja, das geht noch. Spring. Also jetzt nicht so, als würdest du Lords of Shadow spielen und ja, und fünfmal hintereinander von derselben Klippe runterfallen, ne? Eben, genau. Und du regst dich auch nicht so auf, wie ich mich aufrege. Ja, wenn du dich aufregst, das hört sich auch immer an, als würdest du gleich die Lust am Spiel verlieren. Die Hauptsache ist doch, ich zieh's durch, oder? Mit Würgen und Brechen. Ja. So, nochmal Herzinfarktsprung. Ja, aber ehrlich, ey, was machst du denn da, Junge? An der letzten Kette hängen und diesmal zur anderen Seite schwingen, würde ich jetzt mal spontan probieren. Meine Doppelherztropfen sind mir ausgegangen und kannst du nicht machen. Geht überhaupt nicht klar, du, ne? Nee. So. Sieht hier so aus, als wäre ich hier nicht richtig. Ja und nein, würde ich sagen. Ne? Was ist denn dann richtig? Vielleicht einer der anderen Wege hier. Nein. Nee. Nicht wirklich. Die andere Seite. Was haben wir denn hier? Ich glaube, da musst du hüpfen. Ja. Ja. Und eine Leiter. Aber da geht's noch weiter. Neben der Leiter. Wo geht denn die Leiter hin? Oh, das sieht nicht so gut aus. Obwohl, von der Leiter könnte ich auf die Plattform springen. Ich glaube, so ist das auch gedacht. Clever. Cleveres Level-Design, muss ich schon sagen. Nein! Was ist? Boah, ich habe echt gedacht, du wärst da darunter gesegelt. Da sind wir auch lang gekommen, wa? Ja. Sicher. Oh, und da ist eine Yoda-Tür. Und wir haben kein Schwert mehr, wir haben kein Yoda mehr. Das Schwert würde uns ja auch nicht helfen. Du altes Spoilerschwein. Wieso? Wieso Spoiler? Das Schwert, was wir eben hatten? War doch klar, dass uns das nicht an den Türen geholfen hat. Bleib trotzdem dabei, du altes Spoilerschwein. Ja, dann bin ich halt ein Spoilerschwein. 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 Oh, hier geht's raus. Dann hoffe ich mal, dass wir hier richtig sind und erspare mir... Oh, ein Boot. Bötchen. Noch ein Raum, den ich komplett vergessen habe. Also jetzt, wo ich ihn sehe, erinnere ich mich, aber... Ja.
Also geht's noch hoch. Aber wir können ja nicht mehr so weit weg vom Anfangsraum sein, weil das kannten wir ja mit der Tür, ne? Da sind wir ja ganz am Anfang reingekommen. Ich glaube. Da ist irgendwie, liegt irgendwie was, was elektrisierend ist. Schwert. Aber ein großes. Ja, aber hallo. Lieber, ein richtiger Knüppel ist das. Boah, krass. Aber das Schwert meinte ich gar nicht, als ich vom Schwert geredet habe. Ich meinte das Laserschwert, was war... Ja, du wolltest vorwegnehmen, dass man mit diesem Schwert Spoiler-Alarm Türen öffnen kann. Nein, Mann! Du hast jetzt gerade viel krasser gespoilert als ich. Du wolltest das doch schon andeuten und wolltest versuchen, dich in letzter Minute da nochmal rauszureden. Wie hätte ich das machen können, wenn du in den Raum... Du hast dich einfach versprochen. Wenn du in den Raum reingehst und ich sage noch so einen Raum, den ich komplett vergessen habe. Ich habe mich wirklich daran erinnert, dass es da ein Schwert gab. Ich habe mich gar nicht an den Raum erinnert. Ah. Ja, ist klar. Ist klar. Drehst die Tatsachen immer so um. Du hast einfach keine Ahnung. Schon wieder nur eine umgedrehte Tatsache. Vor dieser Raum. Mhm. Aber ich glaube, Igor hat nicht so die allerbesten Erinnerungen an den Raum, würde ich sagen. Nee, also haben wir uns jetzt praktisch einmal im Kreis gedreht. Ja, okay, schon. Das Ende von, was haben wir gewonnen? Ein Schwert. Und ein paar Schatten. Ein paar Schatten, toll. Zwischenzeitlich meine Freundin gehabt, die auch wieder weg ist. Nein! Was machen die mit der? Sie ist versteinert oder irgendwie, oder sie haben eine Statue nach ihr gefertigt. Haben wir das schon mal eigentlich angemerkt, dass diese ganzen Flatterviecher auch so Hörnchen haben wie Ico? Ja. Haben wir schon? Nee, haben wir nicht, aber man kann es jetzt sagen, weil an diese Stelle erinnere ich mich auch noch, weil wir jetzt aus diesen ganzen Kammern kommt jetzt jeweils immer einer von diesen Schattenwürstchen raus und die müssen wir alle bekämpfen. Das dauert ewig. Ja, denn wir haben es ja am Anfang gesehen, wie die Dorfbewohner aus Ipos Dorf ihn hierher gebracht haben und er wäre ja dann nicht entkommen, wäre er früher oder später auch wahrscheinlich einem von diesen Schattenwesen geworden. Wahrscheinlich. Weil es sind ja auch, also die Hörner sind ja sozusagen das Merkmal für die Dorfbewohner. Ja, das Merkmal. Also das Zeichen für die Dorfbewohner. Dass da ein Fluch in Kraft tritt. Genau, Fluch und, oder ja, was auch immer. Also wenn ein Kind, oder irgendwie glaube einen bestimmten Geburtsrhythmus oder so, kommt immer ein Kind mit solchen Hörnern zur Welt und das wird als Fluch angesehen und ich glaube, um die Götter zu besänftigen, dann werden die Kinder dann in diesem Schloss hier mal ausgesetzt, damit da nichts weiter passiert. So nach dem Motto, das ist das Beste für uns alle. Da sagt schon nichts mehr. Aber die scheinen ja auch tatsächlich hier so einen Zweck zu erfüllen und scheinen in so einer Art Angestelltenverhältnis oder so zu der Mutti hier zu leben, oder? Also, sie sind ja hier Sklaven. Sklaven, zu Hause, was auch immer. Beschützer. Beschützer von Yoda dann wahrscheinlich, genau. Ihre Spielkameraden. Ja. Und stellt sich jetzt auch die Frage, sind sich die Dorfbewohner der Präsenz von Yoda bewusst, oder? Das ist eine gute Frage. Oder ist das jetzt... Sollte man ja eigentlich meinen, weil Ico ist sicher der Präsenz bewusst. Also
Vielleicht wissen die Dorfbewohner wissen wahrscheinlich nicht, dass hier jemand lebt oder so. Genau. Aber Igor hat sie auch hier erst kennengelernt. Ja. Er wusste auf keinen Fall. Ja, ich dachte mal, sie sind so auf spiritueller Ebene, ob die vielleicht sie gar nicht sehen können, aber sie haben ja auch nie Kontakt zu ihr gehabt. Sie sehen das hier ja nicht, dass Igor hier mit der hier so eine halbe Weltreise im Schloss unternimmt. Genau. Ich meinte ja schon so generell, ob die überhaupt wissen, dass hier... Wie nehmen die Dorfbewohner Yorda wahr, falls die überhaupt wissen, dass sie existiert? Ist sie in dem Dorf vielleicht auch so eine Art Mythos oder so? Oder ist es die Mutter, die der Mythos ist? Weiß man nicht. Weiß man nicht, ne? Nee. Was man weiß, ist, dass das wiedergeborene Kind am Ende von Shadow of the Colossus auch solche Hörner hat. Nicht wenige sagen ja, das ist der gute Igor, der da wiedergeboren wird. Genau, das ist so eine beliebte Theorie. Ja. Dass Shadow of the Colossus eigentlich das Prequel sozusagen zu Igor ist. Hm. Dass der Wanda vielleicht aus diesem Dorf stammt, wo auch Igor dann wieder wohnt. Was ja echt interessant Diese ist. Götter, von denen da gesprochen wird, das sind vielleicht auch die Dormen. Vielleicht möchten die Dorfbewohner die Dormen besänftigen, indem sie diese Hörnerkinder aussetzen in den Schloss. Aber das Paradoxe an der ganzen Situation ist, dass sie die Dormen dadurch nur verstärken. Weil mit jedem Kind, das sie aussetzen, werden die Dormen ja stärker und mehr. Werden mehr, das Kollektiv wird größer. Ja, aber diese Dormen sind ja nicht diese Schattenwesen. Nee, aber... Die Dormen sind ja nur, die haben ja nur, sag ich mal, einen auswüchsigen Krieger aus dem Dorf in ihr Land gelockt, um seinen Wunsch zu erfüllen und sich daran genährt. Aber ich denke schon, dass diese Schattenwesen, die Substanz die Verkörperlichung der Dormen sind insofern. Weil das sieht man doch auch bei Shadow of the Colossus, dass ja, dieses riesige Wesen am Ende meinst du da, ne? Die vereinigen sich doch zu diesem riesigen Wesen. Ja. Also. Könnte was dran sein. Ja. Also außerdem fände ich das aus dramaturgischer Sicht ziemlich interessant. Mit dem Wunsch, die Kinder zu verbannen und meinetwegen den Fluch abzuwenden, verschieben die das nur auf eine andere Seite und machen das da noch viel stärker. Naja. Meine Güte, was man nicht so alles reininterpretieren kann. Ja, es ist auch schön, dass sowas zur Interpretation offen gelassen wird. Dass es da keine endgültige Antwort gibt. Vielleicht kriegt man ja in The Last Guardian irgendwie noch was. Da bin ich mal gespannt drauf, wie die das Thema aufgreifen. Falls das überhaupt dann da unten läuft einer gegen die Wand. Falls sie das überhaupt da irgendwie... Und man weiß ja ohnehin nicht, ob die Igor und Shadow of the Colossus überhaupt irgendwie storytechnisch eine Verbindung haben. Dass das im selben Universum spielt, sag ich mal. Das wird ja auch nur angenommen. Das stimmt. All diese Referenzen, die diese Spiele gegenseitig haben, das ist ja schon... Oh, wir haben es geschafft. Das ist ja schon ein wenig recht deutlich, aber es gibt halt nichts Offizielles. Ne? Ist vielleicht auch gut so. Ja, die sind kaum zu übersehen. Die sind sehr, sehr offensichtlich. Und es liegt auch so unglaublich nahe, dass das Festland, was man von der Insel aussieht, was wir da eben so sehen konnten, dass das möglicherweise das Land ist, in dem sich da die... wobei, das ist auch nicht wahr. Wanda bringen die ja auch weit weg vom Dorf, also... Naja, wie auch immer, keine Ahnung. Sie bewegt sich nicht. Warum? Sie hört nicht auf mich. Ist sie doch versteinert. Ja, sie gibt wohl jetzt hier eine schöne Statue ab. Völlig entkräftet. Aber wir haben eine Tür geöffnet. Können wir nicht etwas Energie aus dem Schwert nutzen, um die Yorda zu übertragen?
wenn es so eine Funktion geben würde? Möglicherweise. Tja, wo sind wir denn hier?